Ein Weltraumteleskop, das uns ganz neue Einblicke verschaffte. Einblicke von der Geburt des Universums und seinem möglichen Ende. Das Schicksal unseres Universums hängt von Kräften ab, die wir uns bisher nicht einmal vorstellen konnten. Hubble. Die Daten dieses Teleskopes veränderten die Wissenschaft. Es ist das wohl berühmteste Teleskop der NASA. Dabei schwebt das Hubble-Teleskop rund 575 Kilometer über der Erde und umkreist sie alle 96 Minuten. Sein großer Hauptspiegel sieht Unglaubliches. Weit entfernte Sternenhaufen, in denen neue Welten entstehen. Explodierende Sterne. Und es bringt uns auch neue Erkenntnisse über die geheimnisvollen schwarzen Löcher. Ohne das Hubble-Weltraumteleskop hätten wir von all dem nur träumen können. Und tatsächlich, wir laufen Gefahr, unser Auge im Weltall zu verlieren. Viele Bordinstrumente funktionieren nicht mehr. Eine Hauptkamera und ein Spektrometer haben den Geist aufgegeben. Die 6 Gyroskope für die Lageregelung arbeiten unpräzise. Und das Schlimmste, das Hubble-Teleskop sinkt. Das Hubble-Teleskop ist in etwa so groß wie ein Schulbus. Und dieser Schulbus kommt der Erde immer näher. Noch gibt es eine letzte Chance. Noch können wir es retten. Doch diese Mission ist nicht ungefährlich. Ich weiß nicht, ob man von einem Astronauten verlangen kann, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um Hubble zu reparieren. Das ist eine schwere Entscheidung. Aber die Astronauten zögerten keine Sekunde. John Grunsfeld ist inzwischen Chefwissenschaftler der NASA. Ganze 3-mal flog er mit dem Space Shuttle für Wartungsarbeiten zu Hubble. Up and burning. 2, 1, and lift off. Die Hubble-Mission war ein kalkuliertes Risiko. Jede Reise in den Weltraum birgt Gefahren. Doch das ist es mir wert. Deshalb haben meine Familie und ich so entschieden. Was macht gerade dieses Teleskop so bedeutend? So bedeutend, dass Menschen scheinbar alles riskieren. Das Hubble-Teleskop schaut nicht einfach nur in die Ferne. Je weiter weg wir schauen, desto mehr sehen wir von der Geschichte unseres Universums. Auch die Entstehung von Sternen beschäftigt die Astrophysiker schon lange. Jeff Hester von der Arizona State University weiß, Sterne entwickeln sich aus Staub und Gaswolken. Doch mit solchen ungenauen Erklärungen kann er sich nicht zufrieden geben. Jetzt möchte er noch mehr wissen. Wie genau entsteht in solch einer Gaswolke ein Stern? Wissenschaftler vermuteten schon lange, dass der Adlernebel Hinweise auf die Antwort liefern könnte. Aber es gab ein Problem. Selbst die besten Teleskope konnten keine ausreichend gut aufgelösten Bilder liefern. Im Frühling 1995 richtete Hester das Hubble-Teleskop auf den Adlernebel. Als er sich die Aufnahmen ansah, traute er seinen Augen kaum. Das ist das erste Bild, das Hubble vom Adlernebel gemacht hat. Der Nebel ist mehr als 65 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es lassen sich 3 große Säulen erkennen. Vermutlich bestehen alle 3 aus Gas und Staub. Zusammengenommen hat der Nebel eine Ausdehnung von 20 Lichtjahren. Allein die größte Säule misst unglaubliche 9,5 Lichtjahre. Ihre Form erhalten diese Gas- und Staubwolken durch ein paar sehr starke, helle und heiße Sterne in ihrer Nähe. Die Sterne strahlen Unmengen an ultraviolettem Licht aus. Sie formen damit alles in ihrer Umgebung. Aufnahmen wie diese waren vor Hubble unmöglich.
Zum ersten Mal konnten die Wissenschaftler beobachten, dass jede Säule wiederum weitere kleinere Säulen hat. Könnten diese Mini-Säulen, diese Gasklumpen, Hinweise darauf geben, wie Sterne entstehen? Hester nennt diese Gaskonzentrationen Evaporating Gaseous Globules, kurz EGG. Wieder einmal ein Wortspiel eines Wissenschaftlers, denn EGG ist das englische Wort für Ei. Das Bild zeigt, dass sich in diesen EGGs Sterne bilden. Hier sehen wir eine Momentaufnahme aus einem sehr dynamischen Prozess. Innerhalb dieses Prozesses entstehen die Sterne der nächsten Generation. Hier sehen Sie einen kleinen roten Punkt. Das ist der entstehende Stern. Der hier ist besonders schön. Dort sieht man den Stern an der Spitze von einem Eck. Auch wenn die Staub- und Gaswolken klein aussehen, in einer solchen Globule genannten Wolke hätte unser ganzes Sonnensystem Platz. Diese heißen Gasklumpen sind die erste Phase eines Prozesses, in dem ein neuer Stern geboren wird. Deshalb nennt man die Säulen, in denen sich die Globulen befinden, auch Säulen der Schöpfung. Das Bild, das das Hubble-Teleskop vom Adlernebel aufgenommen hat, zeigt eine frühe Phase der Sternentstehung. Doch die nächste Stufe ist darauf leider noch nicht zu erkennen, wie sich aus einer Globule ein neuer Stern entwickelt. Doch die Wissenschaftler hatten Glück. 1994 konnte Hubble bei einem anderen Nebel solche Aufnahmen liefern. 1350 Lichtjahre von der Erde entfernt, hier befindet sich der Orionnebel. Auch der Orionnebel zählt zu den Gebieten, wo Sterne geboren werden. Als sich Wissenschaftler Bilder vom Orionnebel ansahen, entdeckten sie kleine schwarze Punkte. Es sind verdichtete Bereiche in den Globulen, an denen sich zunehmend mehr Masse konzentriert. Ein Protostern entsteht, sowie eine ihn umgebende und sich drehende Scheibe aus Staub. Der warme orange Punkt im Zentrum zieht Masse aus der Scheibe ab und verdichtet sie. Und die Physiker wissen, steigt der Gravitationsdruck, dann steigt auch die Temperatur. Dieser instabile Zustand hält bis zu einer Temperatur von sagenhaften 3 Millionen Grad an. Erst dann setzt das sogenannte Wasserstoffbrennen ein und ein neuer Stern ist entstanden. Die Hitze und der Strahlungsdruck führen zu einem Materienausstoß, den Polarmaterienjets, wie die Astrophysiker sagen. Diese gigantischen Materienjets können bis zu 10 Lichtjahre groß sein. Die Staubscheibe um den jungen Stern wird selten völlig ausgesaugt. Meist verbleiben Reste in stabilen Umlaufbahnen um den Stern herum. Diese Reste sind der Beginn für Planeten wie unsere Erde. Es ist tatsächlich so, wenn man 4,5 Milliarden Jahre zurückgehen könnte, zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Sonne und unser Sonnensystem entstanden sind, dann würde man genau diese Bedingungen vorfinden. Dank des Hubble-Weltraumteleskopes wissen wir endlich mehr von dem Prozess der Sternentstehung. Jetzt lässt sich auch endlich eine uralte Frage beantworten: Wie entstand unsere Welt, unsere Sonne, unsere Erde? 2004 machte das Hubble-Teleskop eine Aufnahme, die uns eine sehr genaue Vorstellung von dem Ende eines Sternes gibt. Es sind Aufnahmen vom Helixnebel. Wenn sich die äußeren Schichten eines Sterns ausdehnen, lassen sie einen heißen Kern aus Sauerstoff und Kohlenstoff zurück. Das Ganze nennt sich dann weißer Zwerg. Irgendwann wird dieses Schicksal auch unsere Sonne ereilen. So hell sie jetzt auch leuchten mag, irgendwann wird ihr die Kraft ausgehen. Sie wird sich ausdehnen und für einige Zeit zu einem roten Riesen werden. Die Oberflächentemperatur wird enorm ansteigen. Wir auf der Erde werden keine Chance haben. Durch das Abstoßen der äußeren Schichten kommt es zu einer Schockwelle. Hätten wir die Hitze überlebt, gäbe es spätestens jetzt kein Entkommen mehr. Jeder Planet wird förmlich verbrennen. Und das Einzige, was von unserer Sonne übrig bleiben wird,
wird ein Farbfleck sein, der noch aus einer Entfernung von Tausenden von Lichtjahren sichtbar sein wird. Ungefähr so. Die Menschheit ist gewarnt. Wir haben ungefähr 5 Milliarden Jahre bis dahin Zeit. Doch selbst das Schicksal unserer Sonne ist eigentlich noch relativ harmlos. Es gibt Sterne, die sind 100-mal massereicher als unsere Sonne. Und je massereicher ein Stern, desto kürzer sein Leben. Solche massereichen Sterne beenden ihr Dasein mit einer gewaltigen Explosion, einer Supernova. Nicht jeder Stern ist zu einer Supernova fähig. Die Sonne zum Beispiel ist einfach zu leicht für eine solche Explosion. Sie hat nicht die Masse, die nötig ist, um im Kern eine solche Reaktion hervorzurufen. Doch es gibt eine Handvoll Sterne, die dazu in der Lage wären. Es ist immer eine Art Balance zwischen der Gravitation eines Sternes, die nach innen wirkt, und dem inneren Druck, der den Stern auseinanderreißen will. Reicht der innere Druck jedoch nicht mehr aus, fehlt somit das Gegengewicht zu der Gravitation. Es kommt zu einem Gravitationskollaps und der Stern explodiert. Doch die Explosion ist noch nicht alles. Eine Welle von tödlichen Gammastrahlen würde durch das Universum strömen, auch in Richtung Erde. Selbst eine weit entfernte Supernova könnte all unsere Satelliten im All zerstören und überall auf der Erde Stromausfälle verursachen. Und tatsächlich, auch in unserer Galaxie kam es schon zu solch einer Supernova. Hubble lieferte die Beweise in Form von hochauflösenden Bildern der Überreste einer Supernova. Der Krebsnebel stellt die sich ausdehnenden Reste einer Supernova dar. Das muss 1054 passiert sein. Die Explosion ist überliefert durch chinesische Astronomen. Deshalb wissen wir von ihr. Die Überreste dieser Supernova fliegen noch immer durchs All. Und das mit einer Geschwindigkeit von fast 5 Millionen Kilometer pro Stunde. Doch das Bild ist mehr als nur eine Momentaufnahme aus der Vergangenheit. Wissenschaftler sehen in den einzigartigen Strukturen nicht nur eine gewisse Schönheit, sondern sie leiten auch einen Kreislauf des Sternenlebens ab. Die elementaren Zutaten für die Entstehung von Leben befinden sich im Herzen der Sterne. Wenn Sterne explodieren, fliegen diese Elemente durch das Weltall und bilden die Grundlage für neue Gas- und Staubwolken, in denen dann neue Sterne und neues Leben entstehen. Das Hämoglobin in unserem Blut, was für die rote Farbe verantwortlich ist, hängt zusammen mit dem Sauerstoff und dem Eisen in unserem Blut. Und die sind bei einer Supernova entstanden. Das Gold an ihrem Ehering stammt aus einer Supernova. Und das Calcium in ihren Knochen auch. Wir lernen so viel über das Universum, wenn diese Sterne sterben. Das Hubble-Teleskop hat einen Stern immer im Blick. Eta Carina im Carina-Nebel. Dieser Stern ist anders als andere Sterne. Dieser Stern ist ein kleines Mysterium. Er scheint 100-mal massereicher als die Sonne zu sein, und das ist die höchste Masse, die wir kennen. Und je massereicher ein Stern, desto heißer ist er. Und dieser Stern ist so heiß, dass er nicht einmal sein eigenes Gas bei sich behalten kann und ständig Gas abgibt. Mehr als 10 Jahre hat das Hubble-Weltraumteleskop Aufnahmen von Eta Carina gemacht.
Die Bilder zeigen zwei enorme Gaswolken, die von dem Stern ausgehen. Obwohl der Stern noch relativ jung ist, sorgt seine Masse für ständige Instabilität. Dieser Stern wird nicht mehr lange leben. Eta Carina ist einer der wenigen Sterne, von denen wir wissen, diesen Stern wird es nicht mehr lange geben. Wenn Eta Carina explodiert, wird das eine der größten Supernovae, die je beobachtet wurden. Wenn uns das Licht von der Explosion erreichen wird, dann wird das unglaublich aussehen. Das wird ungefähr so hell wie bei Vollmond und in einem Punkt am Himmel fixiert sein. So stark, dass das Licht in der Nacht Schatten werfen wird. Das Licht dieser Supernova wird den Himmel erhellen, sobald dem Stern der Treibstoff ausgeht. Innerhalb weniger Sekunden wird sich der riesige Stern selbst zerstören. Der Kern des Sterns wird explodieren. Wenn das passiert, wird genau jenes Objekt am Himmel zurückbleiben, das Millionen von Menschen so fasziniert. Ein schwarzes Loch. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Das mysteriöse Phänomen, das schwarze Loch, ist das Ergebnis einer Supernova. Das sagt zumindest die Theorie. Vor dem Hubble-Teleskop gab es keinen eindeutigen Beweis, dass schwarze Löcher überhaupt existieren. Das moderne Verständnis von schwarzen Löchern stammt aus Einsteins Relativitätstheorie und seiner Raumfeldkrümmung. Wenn man Materie unter Druck setzt, wird sie so dicht, dass sie einen Raum schafft, aus dem das Licht einfach nicht herauskommt. Das ist wirklich wie ein Loch im Weltraum. Man kann hinein, aber nicht hinaus. Das ist wirklich paradox. Einer der wichtigsten Aufträge für das Hubble-Teleskop war der Beweis, dass schwarze Löcher tatsächlich existieren. Doch wie lässt sich etwas finden, das unsichtbar ist? Deshalb sollte das Hubble-Teleskop das exakte Gravitationszentrum jeder Galaxie errechnen. Und das zahlte sich aus. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die Sterne sehr schnell bewegen, die sich im Zentrum eines Sternensystems befinden. Das ist sonst nicht so. Die meisten Sterne wandern eher langsam. Doch dort, im Zentrum einer Galaxie, wirbelt etwas die Sterne durcheinander. Etwas, das unglaubliche Kraft zu haben scheint und dennoch sehr kompakt ist. Und dafür kann es nur eine Erklärung geben. Schwarze Löcher. Das beweisen auch die Aufnahmen eines mysteriösen Jets, der mehrere tausend Lichtjahre lang ist. Dieser Jet kommt aus dem Zentrum einer Galaxie namens M87. Etwas, das eine ganze Galaxie zum Leuchten bringt, macht uns nachdenklich. Schwarze Löcher sind unsichtbar, doch sie hinterlassen Spuren, die auf ihre Existenz hinweisen. Und diese Spuren kann das Hubble-Teleskop aufspüren. Der Jet in der Galaxie M87 entsteht durch Unmengen von Staub und Gas, die in das schwarze Loch hineingesogen werden. Dort sammelt sich so viel Materie an, dass sie beginnt, sich förmlich zu stauen. So bildet sich aus der Materie eine Scheibe. Doch einige Partikel können sich von ihr lösen. Aus diesen Partikeln entsteht dann der Jet, dessen äußerstes Ende sogar noch in 250.000 Lichtjahren Entfernung vom eigentlichen schwarzen Loch nachgewiesen wurde. Es ist paradox. Das schwarze Loch zeigt sich durch ein leuchtendes, polarisiertes Licht. Musik
Bisher ist noch nicht geklärt, welche Beziehung eine Galaxie und das Schwarze Loch in ihrem Zentrum genau zueinander haben. Doch die Wissenschaftler glauben, schwarze Löcher spielen eine Rolle, wenn sich ganze Galaxien formieren. Soweit wir wissen, hat jede Galaxie in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch. Wir wissen aber nicht, wie das passiert. Wahrscheinlich hängt das mit dem Gas zusammen, das hineinströmt, wenn sich die Galaxie bildet. Eine der großen Erkenntnisse, die wir durch das Weltraumteleskop erhalten haben, ist, dass es eine Verbindung zwischen schwarzen Löchern und vielen Galaxien gibt, wie M87. Vor dem Hubble-Teleskop waren schwarze Löcher lediglich eine wissenschaftliche Theorie, ein unbewiesener Teil der Astrophysik. Doch das Hubble-Teleskop hat das verändert. Die massiven Kräfte, durch die in den Weiten des Weltalls Sterne entstehen, formen auch unser eigenes Sonnensystem. Im Sommer 1992 näherte sich der Komet Shoemaker-Levy 9 dem Planeten Jupiter. Dort war er durch die Gravitationskräfte des Jupiters in dessen Orbit gefangen und umkreiste ihn. Dann fiel der Komet auseinander. Die Bruchstücke bildeten eine lange Linie, die das Hubble-Teleskop eingefangen hat. Dieses Bild wurde unter dem Namen die Perlenkette bekannt. Dieses Bild verdeutlichte, dass die Perlen bald mit dem Jupiter kollidieren würden. Daraufhin machte die Astronomin Heidi Hammel der NASA einen Vorschlag. Wir wussten schon sehr, sehr lange, dass Kollisionen einen wichtigen Teil in der Evolution des Sonnensystems darstellen. Auf dem Mond gibt es zum Beispiel Krater. Also wussten wir, wie wichtig Kollisionen sind. Selbst im Falle der Erde wussten wir das schon jahrzehntelang. Doch wir hatten noch nie Gelegenheit, eine Kollision zu sehen. Shoemaker-Levy 9 sollte zeigen, Kollisionen gehören nicht der Vergangenheit an, sondern sie passieren auch heute noch und vielleicht sogar in der Zukunft. Doch es gab ein Problem. Das Hubble-Teleskop sollte Aufnahmen eines Ereignisses machen, das sich in der Gegenwart abspielt. Normalerweise nahm das Teleskop Vorgänge auf, die sich vor Tausenden von Jahren ereignet haben. Doch bald sollte der Komet auf den Jupiter aufschlagen und die Wissenschaftler wollten Echtzeitaufnahmen haben. Im Juli 1994 versammelten sich mehrere Wissenschaftler im Space Telescope Science Institute in Baltimore, um alles live verfolgen zu können. Wir wussten nicht, was beim Aufprall von Shoemaker-Levy 9 passieren würde. Vielleicht würde sogar gar nichts passieren. Als die ersten Bilder gesendet wurden, war nichts von einem Aufprall zu sehen. Doch dann kamen endlich neue Aufnahmen. Der Planet hatte sich gedreht und plötzlich konnte man die Einschlagstelle sehen. Sie war enorm. Die Wissenschaftler konnten in Echtzeit beobachten, wie der Komet auf dem Jupiter einschlug. Ein historischer Moment. In einem Raum über den Wissenschaftlern konnte die Presse das Geschehen ebenfalls verfolgen. Und im selben Moment sagte Gene Shoemaker auf der Pressekonferenz: Sollten wir so etwas beobachten können? Und wir waren völlig begeistert von dem, was wir da sahen. Wir beschlossen es, ihm zu zeigen. Er darf nicht da oben sitzen, während wir das wissen. Ich stand da an der Seite und sie saßen an einem Tisch. Ich glaube, wir bekommen gerade ein Update von Heidi Hammel.
Ich habe hier ein erstes Bild von einem Laserdrucker. Es ist kein sehr gutes Bild. Aber wir sehen tatsächlich die Einschlagstelle. Eine ganze Woche lang machte das Hubble-Teleskop Bilder von Shoemaker-Levy 9, wie all seine Einzelteile auf der Oberfläche des Jupiters einschlugen. Wir haben die Höhe der Wolke errechnet, die bei diesen Einschlägen auf dem Jupiter entstanden sind. Sie reichten bis zu 3000 Kilometer über die Atmosphäre des Planeten hinweg. Es war unglaublich. Und es blieben nur riesige Wolken übrig, die aufgewirbelt wurden und sich auf tausende Grad erhitzt hatten. Wenn ein Objekt wie SL9 die Erde getroffen hätte, das wäre wirklich kein guter Tag gewesen. Die Bilder, die das Hubble-Teleskop von den Einschlägen gemacht hat, beweisen, die Kräfte, die unser Sonnensystem geformt haben, existieren auch heute noch. Shoemaker-Levy 9 zeigte auf dem Jupiter, wie gefährlich solche Kräfte sein können. Doch das nächste Projekt für Hubble ließ nicht lange auf sich warten. Jetzt sollte der scheinbar leere Raum des Weltalls erforscht werden. Gibt es da wirklich nichts? Im Dezember 1995 wurde der Computer des Hubble-Teleskops so programmiert, dass es sich auf einen Fleck im Universum richtet, wo sich scheinbar kein Objekt befindet. 10 Tage lang nahm das Teleskop diesen Punkt auf. Eine Art Langzeitbelichtung und Überlagerung von Bildern, die zuvor unmöglich war. Es entstand eine Bildserie mit dem Namen The Hubble Deep Field. Hubble Deep Field war eine beeindruckende Idee. Man nimmt ein Teleskop, platziert es im All und lässt von einem einzigen Punkt eine Aufnahme machen. Und dann noch eine und noch eine. Dann bringt man sie alle zusammen und dann bekommt man einen richtigen tiefen Einblick in das Universum. Und dann sieht man Galaxien, tausende von Galaxien. Man sieht ein dichtes Feld, das aussieht wie eine Horde Leuchtkäfer draußen auf dem Land. Und trotzdem ist das ein scheinbar leerer Fleck am Himmel. Jeder Punkt auf diesem Bild ist eine Galaxie, die hunderte Sterne beinhaltet. Und diese Galaxien stellen jeweils unterschiedliche Zeitpunkte in der Evolution dar. Die ganze Geschichte von Vergehen und Entstehen im Universum ist zusammengefasst in diesem Bild des Deep Field Projekts. Doch die vielleicht größte Entdeckung des Hubble-Teleskops ist auf diesem Bild überhaupt nicht sichtbar. Etwas, das so viel Kraft hat, dass es das ganze Universum zusammenhält. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Seit vielen Jahren sind Astronomen wie Kim Weaver fasziniert von dem scheinbar chaotischen Verhalten der Galaxien. Unsere Beobachtungen der sichtbaren Dinge wie Galaxien haben irgendwie keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, wie eine Galaxie rotiert. Die Wissenschaftler nehmen an, Galaxien werden umgeben von einer unbekannten Form von Materie. Einer Materie, die das ganze Universum zusammenhält. Man nennt sie die dunkle Materie.
Und obwohl wir sie nicht sehen können, hat ein Astronom eine Möglichkeit gefunden, diese Materie aufzuspüren. Wir haben mit dem Hubble-Teleskop innerhalb von 2 Jahren aus 600 Bildern ein Mosaik zusammengestellt. Es war ein großer Ausschnitt des Weltraums und wir sahen ungefähr 2 Millionen Galaxien. Das war eine der größten Untersuchungen des Weltraums, die jemals gemacht wurden. Die Untersuchung zeigte, Sterne und Galaxien formen sich aus normaler Materie, doch zusammengehalten werden sie von einer Wolke aus dunkler Materie. Diese 3D-Animation von dunkler Materie basiert auf Daten, die das Hubble-Teleskop geliefert hat. Die Darstellung zeigt, wie die dunkle Materie die ganze Struktur unseres Universums formt. Kurz nach dem Urknall begann die dunkle Materie, die Grundlagen zu legen für die Evolution des Weltalls. Tatsächlich verdanken wir unsere ganze Existenz den Formierungseffekten der dunklen Materie. Doch bis jetzt wissen die Wissenschaftler nicht, was dunkle Materie eigentlich ist. Noch ist alles nur Theorie. Diese Tabelle enthält alle uns bekannten Elemente. Das uns bekannte Periodensystem der Elemente. Jedes chemische Grundelement ist verzeichnet. Nur die dunkle Materie nicht. Doch mit dem Hubble-Teleskop haben Astronomen einen Weg gefunden, die dunkle Materie zu lokalisieren und sogar zu messen. Sie haben herausgefunden, dass es im Universum 5-mal mehr dunkle Materie gibt als die uns bekannte Materie. Doch selbst wenn wir all das zusammennehmen, die dunkle und die physische Materie, aus der Sterne, Planeten und wir Menschen entstehen, dann fehlen uns noch immer 2/3 des Universums. Woraus besteht der Rest des Universums? Diese Frage sollte das Hubble-Teleskop beantworten. Die Antwort klingt unglaublich. Adam Rees gehört zu den Wissenschaftlern, die eine Antwort finden wollen auf die Frage, wie verändert sich das Universum? Schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts weiß die Forschung, dass sich das Universum ausdehnt. Die Wissenschaftler vermuten, die Materie wird irgendwann dafür sorgen, dass die Expansion aufhört und das Universum vielleicht sogar zum Stillstand bringt. Ich weiß, das Universum wird langsamer. Aber wie langsam? Die Antwort auf diese Frage könnte die Diskussion über das Alter und das Schicksal des Universums endlich beenden. Doch aus der Suche nach der Antwort wurde ein wissenschaftliches Wettrennen. Es gab 2 Teams, die sich nicht mochten. Und beide haben versucht, die Geschwindigkeit zu messen, mit der sich das Universum ausdehnt, an verschiedenen Punkten der Evolution. Und diese haben sie dann mit der heutigen Geschwindigkeit verglichen. Und ein Team stand kurz vor dem Durchbruch. Da waren der Konkurrenzgedanke und die Bedeutung des Ergebnisses. Gleichzeitig mussten wir gründlich vorgehen, denn bei einer falschen Antwort hätte sich das andere Team mit dieser Antwort abgleichen können. Damit sich das Team auch ganz sicher ist, setzte es das Hubble-Teleskop ein. Dabei entdeckten die Wissenschaftler das Licht von Supernovae, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Mit diesem Licht als Maßstab berechnen die Wissenschaftler die Entfernung zwischen dieser Galaxie und der Erde. Doch die Ergebnisse des Hubble-Teleskops widersprechen dem Modell, das der Ausdehnung des Universums bisher zugrunde gelegt wurde. Die Galaxien, in denen Supernovae stattgefunden haben, bewegen sich nicht einfach konstant von uns weg, sondern sie bewegen sich immer schneller von uns weg. Sie beschleunigen. Die Ergebnisse bringen die Wissenschaftler zum Nachdenken. Sie müssen die Theorie vom Universum überarbeiten. Man wirft einen Ball. Und entweder er fällt runter oder er wird zumindest langsamer. Doch man erwartet nicht, dass der Ball immer schneller wird. Das gibt es einfach nicht. Doch genau das geschieht. Die Ergebnisse des Hubble-Teleskops zeigen, das Universum expandiert immer schneller.
Die einzige Erklärung ist so einfach wie wagemutig. Irgendetwas sorgt dafür, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Eine unsichtbare Kraft, genannt dunkle Energie. In der dunklen Energie manifestiert sich eine Kraft, die wir schon kennen. Gravitation, die kennen wir. Nur haben wir noch nie gesehen, dass sie sich so verhält. Es ist wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wenn man die Mr. Hyde-Seite noch nicht kennt. Also die dunkle Energie. Doch etwas an der dunklen Energie ist sehr beunruhigend. Mit der Zeit wird die dunkle Energie immer stärker. Das bedeutet, eines Tages wird die dunkle Energie stärker sein als die Gravitation. Sogar stärker als die Kraft, die Atome zusammenhält. Alle Dinge werden sich schließlich auflösen, bis auf die Ebene der Atome. Mit unserem Universum wird es zu Ende gehen. Irgendwann wird alles zerstört werden. In einer großen Katastrophe, dem Big Rip, dem Endknall. Schon 20 Jahre ist das Hubble-Teleskop in Betrieb. Zeit für ein neues Upgrade, ein weiteres Aufrüsten im Namen der Wissenschaft. 2009 machte sich das Space Shuttle Atlantis auf in Richtung Hubble. Das war auch nötig, nachdem 2008 die Übertragung für fast 3 Wochen komplett ausfiel. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Und es wurde Zeit, einiges zu ersetzen. So wurde auch eine neue Kamera eingebaut. Und ein anderes neues Instrument, ein Spektrometer, das die Ursprünge des Universums erforschen soll. Es soll uns mehr darüber berichten, wie die dunkle Materie weit entfernte Galaxien beeinflusst. Doch selbst mit all den Upgrades, die Tage des Hubble-Teleskops sind gezählt. Die Astronauten installierten deswegen eine Andockvorrichtung, um Hubble wahlweise kontrolliert abstürzen zu lassen oder auf eine höhere Umlaufbahn zu bringen. Am Ende der Mission, wenn alle Arbeit getan ist, kurz bevor wir uns wieder auf den Weg nach Hause machen, dann werde ich ganz bestimmt das Hubble-Teleskop ein letztes Mal berühren oder anschauen. Ich bin mir sicher, dass es das letzte Mal sein wird, dass Menschen zum Hubble-Teleskop fliegen. Und für all die Arbeit, die die Menschen investiert haben, werde ich mich vom Hubble-Teleskop verabschieden. Für mich und für die anderen. Kurz bevor es dann auf eine Reise geht, die wirklich ganz neue Dimensionen eröffnen wird. Für mich ist diese Vorstellung schwer, denn im Moment ist das Teleskop immer noch hochproduktiv. Zumindest wird es das nach der Wartung wieder sein. Seine Möglichkeiten sind einzigartig und werden es bleiben. Es wird ein großer Verlust sein, wenn uns das Teleskop keine Daten mehr senden kann. Der letzte Befehl für das Hubble-Teleskop wird heißen: Sinken. Sobald das Teleskop in die Atmosphäre eintritt, wird es fast vollständig verglühen. Die letzten verbleibenden Überreste werden kontrolliert in den Pazifik stürzen. Für diejenigen, die mit dem Hubble-Teleskop gearbeitet haben, wird es ein großer Moment. Es war ein wichtiger Teil unseres Lebens, mit dem wir viele wunderbare Dinge tun konnten. Doch wir müssen nach vorne schauen. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Das James-Webb-Weltraumteleskop. 2014 hätte es eigentlich ins All gebracht werden sollen. Doch aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurde im Juli 2011 im US-Repräsentantenhaus eine Empfehlung ausgesprochen, den Bau komplett zu stoppen. Optimisten gehen durch die Verzögerungen von einem frühesten Starttermin im Jahr 2018 aus.
Mit dem James-Webb-Teleskop wollen wir einen Planeten verfolgen, der um einen Stern kreist. Wir hoffen, nicht nur erdähnliche Sterne zu finden, sondern auch ihre Atmosphäre chemisch zu analysieren und zu prüfen, ob es dort Spuren von Leben gibt. Das ist keine Science-Fiction und keine bloße Fantasie. Die Dinge gehen wirklich schnell voran. Das Webb-Teleskop wurde vor der Umbenennung 2002 auch Teleskop der nächsten Generation genannt. Und genau das ist es. Leistungsfähiger und optimierter. Doch das Hubble-Teleskop wird immer das erste bleiben. Das erste Weltraumteleskop. Natürlich haben Wissenschaftler mit dem Teleskop gearbeitet, doch die Öffentlichkeit konnte auf alle Bilder zugreifen. Was die Öffentlichkeit betrifft, hat Hubble die Art und Weise revolutioniert, wie über das Weltall nachgedacht wird. Wenn man irgendjemanden in der Nacht aufweckt und fragt, nenn mir ein Teleskop, er wird immer Hubble sagen. Bei dem Hubble-Teleskop geht es um das Unbekannte. Bei Hubble geht es um die Entdeckung. Bei Hubble geht es um das Neue. Und ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft noch die technischen Möglichkeiten haben. Ohne sie sind wir blind. Unzählige Male hat das Hubble-Teleskop die Erde umrundet. Immer und immer wieder. Es war unser Auge in das Universum. Die Wissenschaftler entdeckten Unglaubliches. Entdeckungen, für die erst ganz neue Theorien gefunden werden mussten. Von schwarzen Löchern, dunkler Materie, unbekannten Energieformen und vom Beginn und dem Ende unseres Universums.